Draußen ist heute wieder Winter. In den Köpfen der Verantwortlichen in Arosa dreht sich alles um den Sommer. Sie wollen ein Gehege bauen, wenn der Schnee weg ist, direkt unter der Seilbahn. Für sie. 5 Bären aus misslichen Verhältnissen in Osteuropa sollen ab 2018 unterhalb der Mittelstation leben, so der Bergbahndirektor. Es braucht natürlich einfach auch im Bereich der Inszenierungen Sachen, die wirklich einzigartig sind, die die Leute auch wieder in den alpinen Raum hineinbringen. Allein mit einem einfachen Erlebnispfad oder mit einem Themenweg ist es heute nicht mehr getan. Man muss wirklich auch Zeit investieren, um etwas ganz Spezielles auch herzubringen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, das da zu realisieren. Die 4 Millionen Franken für das geplante Bärenland zahlt nicht die öffentliche Hand, sondern eine Stiftung. Heute macht der Sommertourismus bei den Arosa-Bergbahnen erst 8% aus. Künftig soll es mehr sein. Der Winter wird auch in Zukunft noch ein Hauptschwerpunkt sein. Aber wir wollen natürlich auch Projekte angehen, die den Sommer stärken, damit wir dort eine bessere Auslastung bekommen. Ich denke, Richtung 20%-Marke, das wäre eine tolle Geschichte, wenn wir das erreichen könnten. Der Plan ist ambitiös. Bislang kommen im Sommer 110.000 Gäste. Das Bärenland soll 80.000 zusätzliche Besucher anziehen.